Ja, hallo liebe Triabis. Es ist Freitag. Das ist schon mal nicht schlecht. Richtig schlecht ist allerdings die Temperatur aktuell. Außerdem habe ich die mega stressige Woche hinter mir. Deswegen habe ich mir gedacht, Junge, du hast auch mal Urlaub verdient. Und deswegen fahre ich jetzt ins Tropical Island oder wie ich es auch nenne, den Ballermann Brandenburgs. Liebe Triabis, jetzt habe ich es also geschafft, am Tropical Island zu sein. Yeah! Hier ist die Hölle los. Was ist hier los? Draußen ist es kalt, alle wollen, dass es warm ist, deswegen fahren alle hier ins Tropical Island, um sich die Heizung zu sparen zu Hause. Aber bevor ich jetzt da reingehe, gehe ich nochmal hier hinten, da kann man es schon ein bisschen erkennen, Wald, hier, Wald, gehe ich nochmal eine Runde laufen. Weil ich glaube, wenn ich einmal, drin bin, komme ich da nicht wieder raus, vor nächster Woche. Und deswegen möchte ich wenigstens jetzt mal laufen gehen. Also schnell umgezogen. Und dann die Spur gemacht. So, das war also der schöne Waldlauf hier im schönen Wald. Mitten in Brandenburg, herrliche Sonne, mittelmäßige Waldwege, ziemlich zerfahren. Und jetzt geht's erstmal noch Rote Beete-Salat und danach geht's hoffentlich aber rein. Also, das Tropical Island. Kann ich das empfehlen? Keine Ahnung. Ist ziemlich teuer, sehr voll, zumindest am Wochenende. Und das Personal ist relativ unfreundlich. Aber natürlich ist es ziemlich cool, wenn man mal so ein bisschen, wenn draußen halt minus 5 Grad sind, drinnen bei 30 Grad, einfach den ganzen Tag an der Badehose rumzurennen. Was ich euch mit dem Video aber eigentlich sagen will, ist, es gibt auch ein Leben neben Triathlon.
Und so schwer das auch fällt, muss man auch mal sagen, gut jetzt, ich hätte mal Spaß, aber ich möchte auch andere Sachen machen, die Spaß machen. Deswegen habe ich auch viel weniger trainiert am Wochenende, als ich es eigentlich vorhatte. Dafür viel, viel mehr jongliert, was irgendwie auch ein bisschen Training ist. Das zeigt der Puls auf jeden Fall an. Wer das noch nicht probiert hat mit dem Jonglieren, das ist wirklich also magisch. Ich finde, das ist eine magische Aktivität. So kann man das nennen. Also wer auch vielleicht noch nie einen Flow hatte bei irgendwas, was er gemacht hat, vielleicht beim Laufen noch keinen Flow gehabt oder beim Fahrradfahren, dem kann ich das empfehlen, weil beim Jonglieren ist man einfach immer irgendwann im Flow. Da muss man eigentlich nicht viel machen. Ruckzuck ist da der Flow und geht auch nicht mehr weg. Also schon von daher kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Mein Tipp daher für alle, kauft euch 3 Bälle oder baut euch selber welche und probiert mal zu jonglieren. Jeden Tag 10 Minuten und ihr habt jeden Tag 10 Minuten mehr Spaß. So, wir sind jetzt aus der warmen, schönen Welt zurück in der harten, kalten Welt. Jetzt beginnt der Umzugsstress. Wir haben noch nichts gepackt, haben noch genau 5 Tage Zeit, jetzt alles auf die Reihe zu kriegen. Denn nächste Woche geht's ab nach Berlin. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche zum letzten Mal in Leipzig. Dann für immer in Berlin. Nee, ab dann in Berlin. Das wird ziemlich hart. Der Abschied von Leipzig, denke ich. Und dann rappelt die Zappel. Geht's richtig los in Berlin. Da plane ich eine richtig große Nummer. Das wird richtig krass. Okay, danke fürs Zugucken. Probiert aus zu jonglieren. Wirklich, macht das. Habt Spaß und zieht euch warm an, denn es wird kalt. In diesem Sinne. Tschüss.